Hallo liebe Freunde, ich habe euch wieder eine Geschichte mitgebracht und eine Geschichte wieder vom Mann ohne Maulkorb und seine Abenteuer, Teil 2. Teil 1 findet ihr auch auf meinem YouTube-Kanal. Und diese Geschichte beginnt so. Es war einmal ein Mann ohne Maulkorb. Nun werdet ihr vielleicht denken, dies sei nichts Besonderes, denn schließlich wird ja kein Mensch mit Maulkorb geboren. Zudem sind Menschen in der Regel ja nicht bissig und überhaupt, wer trägt schon einen Maulkorb? Nun, dies ist ja keine reale Geschichte, sondern ein Märchen, das nicht in der Realität spielt, sondern in einer Märchenwelt namens Phantasia. Und dieses Land Phantasia wurde, wie es in Märchen nun mal passieren kann, von einem großen Wahnsinn heimgesucht. So etwas könnte in der realen Welt ganz bestimmt nicht passieren. Nein, nein. Woher dieser Wahnsinn, der das Land befallen hatte, gekommen war, das wusste niemand. Die einen hielten ihn für ein Werk des Teufels, die anderen für eine Strafe Gottes, die Dritten für einen düsteren Plan von üblen Verschwörern und manche auch für einen bösen Aluhut-Täuschungszauber. Was auch immer die Ursache dieses Wahnsinns war, der das ganze Land heimgesucht hatte, er hatte zur Folge, dass das Tragen eines Maulkorbs zur höchsten Bürgerpflicht erhoben wurde. Und jeder, der keinen Maulkorb trug, vor dem Palast der Kaiserin an den Pranger gestellt wurde, damit die Menschen ihn mit faulem Obst und Schlimmeren bewerfen konnten. Nun war es aber so, dass es sich nicht um gewöhnliche Maulkörbe handelte, wie man sie bissigen Hunden umschnallt, sondern um Zaubermaulkörbe, die jeden Versuch, die Kaiserin in ein schlechtes Licht zu rücken, durch schwarze Magie unterbanden. Nun, manche waren natürlich auch der Meinung, dass es sich in Wahrheit um weiße Magie handelte, denn der Wahnsinn ja, sei ja zum Wohle aller nötig. Nun ja, wie dem auch sei, im Volk ging indessen das Gerücht, dass die Kaiserin zwei neue Schneider namens Pfosten und Willer an ihren Hof geholt habe. Die hätten ihr ganz besondere Kleider genäht, welche angeblich nur von klugen Menschen gesehen werden konnten. Die Kaiserin selbst zeigte sich täglich auf ihrem kaiserlichen Balkon, ihrem Volk und in ihren neuen Kleidern und winkte ihren maulkorbtragenden Untertanen huldvoll zu, so ungefähr. Auch der Mann ohne Maulkorb hatte sich einmal unter das Volk gemischt und weil er, wie schon gesagt, keinen Maulkorb trug, hatte er laut gerufen: Die Kaiserin hat ja gar keine Kleider an. Und tatsächlich stand die Kaiserin völlig nackt vor all dem Volk auf ihrem kaiserlichen Balkon. Nun denkt ihr vielleicht, dass unser Mann ohne Maulkorb nach seinem Rufen breite Zustimmung im Volk gefunden hätte. Denn die Kaiserin war ja tatsächlich nackt. Doch die zauberhaften Maulkörbe hatten ja den Geist der Menschen verwirrt. Sie starrten den Mann ohne Maulkorb an und murrten bedrohlich. Schließlich musste der Mann ohne Maulkorb seine Beine in die Hände nehmen und rennen, so schnell er nur konnte. Damit hatte er wohl getan, denn ansonsten wäre er ganz sicherlich an den öffentlichen Pranger gefesselt worden. Nun aber ergab es sich, dass auch ein Mann ohne Maulkorb von irgendetwas leben muss. Und um leben zu können, muss er essen und trinken.
So ging der Mann ohne Maulkorb also eines Tages zum nächsten Handelsposten, um ein Brot, das Hunger stillt, und einen Milchkaffee, der Durst löscht, gegen Taler einzutauschen. Als er schließlich an die Reihe kam, denn vor dem Handelsposten stand eine lange Schlange wartender Menschen, da sah ihn der Händler mit leicht verengten Augen an. Und er sprach: »Wo ist denn dein Maulkorb?« »Wieso?« fragte unser Mann ohne Maulkorb unschuldig. »Alle, die bei mir einkaufen wollen, müssen einen Maulkorb tragen.« »Warum?« fragte der Mann ohne Maulkorb wieder. »Weil die Kaiserin das verfügt hat, und das ist Gesetz. Wenn du keinen Maulkorb trägst, darf ich dir kein Brot, das Hunger stillt, und keinen Milchkaffee, der Durst löscht, verkaufen.« »Ach so«, sagte da der Mann ohne Maulkorb, »ich habe aber keinen Maulkorb und darum kann ich also auch keinen tragen.« »Dann tut es mir leid«, sagte der Händler, »dann darf ich dir nichts verkaufen. Denn wenn ich es doch tue, schleppen mich die Schergen der Kaiserin zum Pranger und schließen meinen Handelsposten.« »Nun«, sagte da der Mann ohne Maulkorb, und er erhob die Stimme, sodass jeder in der Nähe ihn hören konnte, »ich habe keinen Maulkorb, weil ich aus gesundheitlichen Gründen keinen Maulkorb tragen darf.« »Dann musst du mir die magische Schriftrolle des kaiserlich beauftragten Knochenbrechers zeigen, die das bestätigt, was du da sagst«, sagte der Händler. »Sonst kommen die Schergen der Kaiserin, stellen mich an den Pranger und schließen meinen Handelsposten.« »Hm«, sagte da der Mann ohne Maulkorb, »ich zeige dir, was ich habe, wenn du mir zuerst deine eigene magische Schriftrolle zeigst.« »Welche magische Schriftrolle meinst du?« fragte da der Händler ganz verwundert. »Nun, medizinische Daten sind vertraulich und unterliegen dem Datenschutz«, informierte ihn der Mann ohne Maulkorb, immer noch so laut, dass ihn alle drumherum auch hören konnten. »Wärst du ein kaiserlich bestätigter Knochenbrecher, wäre das kein Problem, denn dann würdest du der gesetzlichen Knochenbrecher-Schweigepflicht unterliegen. Da du aber einfach nur ein Händler bist, könntest du mit meinen gesundheitlichen Daten alles Mögliche anstellen. Zum Beispiel an einen Hersteller von magischen Zauberpillen verkaufen, damit er mir große Angst vor dem Tod einredet, wenn ich seine Zauberpillen nicht schlucke. Wo ist also deine von dir unterschriebene magische Datenschutzerklärung, wonach du gesundheitliche Daten vertraulich behandeln wirst?« Der Händler schluckte und sah ihn mit großen Augen an. Dann holte er tief Luft und sagte: »Geschnitten oder am Stück?« Nachdem der Mann ohne Maulkorb sein Brot, das Hunger stillt, und seinen Milchkaffee, der Durst löscht, erhalten und mit seinen Talern bezahlt hatte, bedankte er sich höflich und wandte sich zum Gehen. Einige der Maulkorbmenschen um ihn herum schauten etwas betreten drein und wichen seinem Blick aus. Einer jedoch nahm seinen Maulkorb ab, klopfte dem Mann ohne Maulkorb anerkennend auf die Schulter und sagte: »Gut gemacht.« Dann beugte er sich vor und flüsterte im Verschwörungston: »Übrigens, ich weiß, dass die Kaiserin nackt ist. Habe mich aber bisher nicht getraut, etwas zu sagen, weil ich Angst vor dem Pranger habe. Aber ich werde dich jetzt zum Vorbild nehmen und von jetzt an zu meiner Wahrheit stehen.« Und am nächsten Tag waren es zwei Menschen ohne Maulkorb, die bei dem Handelsposten in der Schlange standen. Und am Tag darauf waren es schon vier.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute und tragen ihren Maulkorb oder auch nicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.